Wir grüßen wieder, wenn man wieder konsumieren kann, Kultur und Musik. Ihr glaubt nicht, wer jetzt kommt. Es gibt nichts Schöneres. Ich bin ein richtiger Fan. Ich kann mit dem modernen Zeug nicht anfangen. Ja, Mann! Ja! Geil! Ich bin auch ein altmodischer Mensch, aber ich hätte gerne Putzmusik. So geil! Tim Bensko ist zu Besuch in Glarus und darum darf er gleich zum Dialekttest antraben. Das Wort heißt Blili. Blili? Richtig. Keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Eine Schätzung? Das klingt für mich irgendwie nach einer Konfitüre. Ja? Nicht ganz, es ist tatsächlich ein Bleistift. Ein Bleistift? Richtig. Ja gut. Logisch. Blili, Bleistift. Faszinierend logisch. Aber auch Schweizer sind verliebt in den kleinen Bergkanton. Ich habe gelesen, du hast gesagt, wenn du dir das Paradies vorstellen würdest, würdest du ein Paradies nach Ziegen schmücken. Ich glaube schon, ja. Oh, Schweizer. Für das Format «Wer wohnt wo?» kramt das SRF wieder mal Sven Epine aus der Moderationsmottenkiste hervor. So, liebe Passagier, passend zum Wetter. Raindrops keep falling. Halt die Klappe! On my head. Und das ist an Traurigkeit tatsächlich nicht zu überbieten. Die Frau ist ein Scanner. Also, das macht so. Und dann kriegt man. Wie macht das? Wie? Das müssen wir nicht haben. Der Andreas ist eh ein sehr spannender Zeitgenosse. Ich bin in der Nähe von Bern aufgewachsen, im Gürbetal. Was wunderschön ist und wo man wandern kann. Nein, das stimmt nicht. Und ich bin schon als Kind mit meinen Eltern viel wandern. Leck, ist das krass. Am Anfang hat es mich aber ein bisschen angeschneckelt, aber mit der Zeit habe ich das richtig toll gefunden. Und noch heute kann ich jemanden wandern. Wirklich? Erzählen Sie mir die Geschichte noch mal von Anfang an. Von allen Häusern, die bei Wer wohnt wo besucht werden, gefällt Sven Epine dieses wohl am besten. Hey, was haben wir denn da? Viertel und Falles. Nicht anfassen. Ja, die Schale mit den Penissen. Boah, ich schwöre, er hat Penis gesagt. Schale mit den Penissen. Sie schwöre, er hat Penis gesagt. Ziemlich etwas Männliches, wie ich frage. Tendenziell ja. Ja. Ja und nein. Ach ja, bei Promi Big Brother muss noch jemand gewinnen. Melanie. Oh my God, who the hell cares? Zum Schluss noch dies. Wenn du das diese Aprikose isst, isst du nie mehr etwas anderes. Das hast du bei der Gurke schon gesagt. Das ist meine Lieblingsgemüse.